Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe uns, Gratis Comic Tag 2015. Ich war mit meiner Frau da, meine Frau hat sich doch erstmalig Comics eingepackt und ich fange damit am besten gleich mit an, hier ihre Comics hier vorzustellen. Sie hat sich auf die jugendlicheren Sachen oder für Kids konzentriert, einfach als Einstieg gewählt, um ein paar lustige Sachen zu haben. Tracy Prick Rick hier auf Anfang. Ich habe es aufgeschlagen und muss sagen, das ist total klasse. Der Zeichen steht auf jeden Fall. Auch die ganzen Sprechblasen, die Anordnung, die Panels und so weiter, gefällt mir irgendwie voll toll. Ich glaube, ich hole mir vielleicht immer die Hardcover-Ausgabe. Ist zwar was für Kinder, aber der Zeichenstil erinnert mich doch irgendwie an die Jugend von mir. Ab und zu mal so ein Heftchen in den Händen zu halten, finde ich total klasse. Der Zeichenstil echt toll gemacht. Kann ich irgendwie nur empfehlen. Das nächste, die Peanuts, erscheint normalerweise bei Crosskite. Habe ich noch nicht gekauft. Habe ich jetzt auch nicht so vor. Ich finde es total wirklich lustig. Deshalb finde ich auch ganz gut, dass ich das hier eingepackt habe. Also zwischendurch ist mal so eine Anleitung hier. Links zum Beispiel, um irgendwas zu machen. Und wie man irgendwas zeichnet. Ist irgendwo auch hier vorne genau, wie man den Hauptdarsteller quasi zeichnet. Super gemacht. Also nicht nur einfach so ein bisschen Peanuts gezeigt, sondern auch so ein bisschen, ja, zwischendurch mal was Lustiges gebracht. Finde ich total klasse. Ist das Comic sicherlich super toll, aber irgendwie nicht was für mich, aber dennoch diese Gratis-Comic-Ausgabe finde ich super toll von Crosskite. Jetzt natürlich hier von Bongo Trommels hätte ich schon fast gesagt. Comics heißen die guten. Simpsons Comics für Umme. Total klasse und hier die ganzen kleinen Anspielungen. Ich kann jetzt ein bisschen mehr in die Kamera hier. Bad Cat zum Beispiel, Superman, die als Humor. Also es ist schon eine tolle Anspielung. Auch schon die erste, das Frontcover zeigt schon natürlich den eindeutigen Bezug zum Comic, zur Comicwelt. Und hier die Zeichnungen, die man nicht weiter erklären muss, die immer fast gleich aussehen und auch wie in der Serie. Total klasse. Das Comic werde ich auf jeden Fall auch lesen. Ist auch schon dick, gar nicht mal so dünn. Und wie gesagt, finde ich toll. Finde ich sehr toll, auch hier mit Dingens, der Comic-Sammler vorne drauf. Donald Duck, ja, ich hatte, glaube ich, in meiner Jugend, Kindheit irgendwann mal einen Donald Duck-Comic in der Hand, aber sonst habe ich noch nicht eins gekauft. Und ich muss sagen, auch hier, wie beim ersten Comic, richtig genial. Man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in die Kindheit. Total klasse, Donald Duck hier mit seinem großen Geldspeicher. Super, klasse, gefällt mir, toll. So, das nächste, Ariol, kannte ich noch gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da so ein bisschen hinterher wahrscheinlich von Reprodukt. Auch klasse, total einfach, natürlich Zielgruppe ist klar, aber ich muss schon sagen, dieser Stil gefällt mir voll, Tom, voll toll. Also dieser Eselfigur hier und die ganzen Schweine und sowas, was hier rumläuft, finde ich total ulkig. Werde ich mir natürlich auch mal durchlesen, sobald mir meine Frau es erlaubt. Aber ja, wie gesagt, total klasse. Das nächste von U-Comics. Mehr Licht bitte. 15 Comics in einen. Ja. Typischer Zeichenstil für die Comicreihe. Richtig toll. Meine Frau hat genau diese Seite aufgeschlagen, wo hier oben. Ja, dann fand ich es natürlich nicht so toll, aber trotzdem hier. Mir gefällt es. Auch hier ein bisschen unterschiedlich drin und hier wieder total klasse. Und ich überschlag mich hier fast. ja, also ich finde diese Comics sehr, sehr amüsant, auch vom Inhalt her. Kauf mir allerdings nicht so viele davon. Ich glaube, dieser Gratis-Comic-Tag hat mich da eines Besseren belehrt, dass ich da auch mal ein bisschen mehr einsteigen muss. Ich habe da, sorry, 2 oder 3 Comics von der Gattung und ich musste einfach mal ein bisschen reinsteigen, auf jeden Fall. Das nächste, was mich angesprochen hat, Drive, Männer, Frauen und Motoren. Klasse Stil, auch ein deutsches Comic. Total klasse. Also von der ersten Seite an hat es mich begeistert. Hier Schwarz-Weiß-Stil. Hinten kommt wieder Farbe. Und total. Also gefällt mir richtig gut. Auch hier mal ein bisschen andere Zeichenstil. Ein bisschen vermischt zwischendurch. Und hier wieder ganz schön klassisch. Bin ich mal gespannt. Und wenn ich das gut finde, dann wird sicherlich auch mal das Original dazu gekauft. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem das erschienen ist. Ich klappe da mal auf. Wo steht's? Naja, egal. Dann Reinhard Kleist, Backstage.
Sonderausgabe muss man natürlich haben, total klasse, abseits von allem so ein bisschen, super Teil, also Respekt dafür, dass man hier beim Gratis Comic Tag sowas rausbringt, von Carlsen Comics, Rainer Kleist brauche ich glaube ich nichts mehr zu sagen, super genial, haben wir auch schon einige Reviews auf der Homepage schon verpasst, ja, total, der Traum von Olympia zum Beispiel haben wir rezensiert. Klasse Typ auf jeden Fall. Rainer Kleist natürlich richtig, der deutsche Comic-Papst, hätte ich fast gesagt. Und hier sein Gratis-Comic-Tag 2015, seine Ausgabe dazu, gefällt mir richtig gut. Jetzt hat natürlich auch Marvel da ein bisschen zugelangt. Six, die neue Serie mit exklusiver Spider-Man-Story, weil das solltet ihr euch ja immer holen, diese Marvel- und DC-Hefte. Da kommt nochmal so eine exklusive Story, die nur es zum Gratis-Comic-Tag gibt. Und das finde ich auch sehr, sehr reizend, dass man auch sowas mal zwischendurch verteilt. Nicht nur, dass man nicht so ein bisschen alles ankündigt, die Werbung dafür macht, sondern dass man ein bisschen Mehrwert dazu bietet. Und das ist hier eindeutig gegeben. Zeichnungen gefallen mir auch richtig gut für einen Superhelden-Comic. Da muss man auch mal Respekt zollen für die Amerikaner. Gefällt mir richtig gut hier auch. Ja, und die Extra-Story, natürlich musste gelesen werden, ist auch ein bisschen dicker. Und als zu guter Letzt habe ich von Dannybox Velvet, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, auch klasse. Also die Zeichnungen überzeugen mich richtig gut. Hier allein die Brutalität, die hier schon entgegenschlägt und dann dieses, diese, ja, Riesenpanel-Sache hier und weiter hier die Frau auch sehr realistisch dargestellt, klar in der Zeichnung, leicht verrucht, ja, also richtig gut, ich denke, hier werde ich auch das Original zu kaufen. Ich habe jetzt also einige Comics vorgestellt, 10 Stück sind's, 5 gehören mir, 5 meiner Frau. Ich hoffe, es hat euch gefallen, schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Bis dann!